Hallöchen liebe Leute und willkommen bei Hitman, dem neuen Hitman-Teil, der hier vor wenigen Tagen rauskam. Habt das durch Zufall auf Steam gesehen, hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das wird auch kein Let's Play wahrscheinlich, sondern wir schauen einfach mal rein. Ich habe bloß mal ganz kurz reingeschaut, um zu checken, ob das so alles hinhaut mit der Aufnahme und so weiter. Und ich kann es aber nur mit DirectX 11 aufnehmen, mit DirectX 12 funktioniert Fraps nicht, dafür müsste ich GeForce Experience oder irgendwas anderes installieren. Selbst OBS funktioniert nicht mit DirectX 12, zumindest habe ich es nicht gebacken gekriegt. So, viel schon mal dazu. Jedenfalls aber, es ist kein großer Unterschied hier zwischen DirectX 11 und DirectX 12 Version, außer dass es ein paar Frames vielleicht mehr gibt. Bei einer Nvidia GeForce Grafikkarte nicht so viel, wie zum Beispiel bei den ähnlich leistungsstarken Modellen der ATI oder der AMD Grafikkarten, da kann der DirectX 12 deutlich mehr Frames rausholen. Und ja, das ist episodenformatmäßig, ein Tutorial und Paris können wir spielen und da auch einige Ziele erfüllen. So startet das Spiel, mehr oder weniger. Und das ist jetzt sozusagen das Hauptmenü vorgestellt. Ja, da können wir laden, Trainingseinsatz machen, was demnächst noch so kommt und so weiter. Hier haben wir die Zielorte. Einmal die ICA-Einrichtung und Paris. Wo sich die ICA-Einrichtung befindet, weiß man nicht. Hier steht geheim. Dann hätten wir die Story. Da würden wir alles durchgehen. Einmal das Tutorial über irgendeine Zwischensequenz. Dann noch der Trainingseinsatz. Noch eine Zwischensequenz. Freies Training und so weiter. Oder wir machen direkt Aufträge. Auftrag erstellen geht auch. Da können wir vielleicht später mal reinschauen. Oder halt irgendwelche, die wir schon mal gemacht haben. So, Karriere. Da sehen wir die Herausforderungen. Da gibt es eine ganze Menge. In der ICA-Einrichtung 42, in Paris 72. Was haben wir denn noch? Halt, Zubehör, Waffen und so weiter. Eine Münze. Aha. Was haben wir hier unter Waffen? Zwei Pistolen. Sind das die, die ich habe? Zubehör, Verkleidung. Ja, es gibt auf jeden Fall noch mehr. Oder? Statistik. Null. Haha. Genau, weil ich halt noch nicht wirklich gespielt habe. So, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der Ankunft an über den Trainingseinsatz. Oder wir machen... Sind die Zwischensequenzen? Die sind, glaube ich, auch so dabei. Wir starten einfach mal die ICA-Einrichtung. Und ja, legen wir los. Einsatzziele. Kann ich jetzt nicht einsehen, oder? Herausforderungen, Bestenlisten. Okay, naja gut. Dann fangen wir mal an. Auf Steam hat das relativ verhaltene User Reviews. So halb gut, halb schlecht. Allerdings größtenteils, weil es Probleme mit den Servern am Anfang gab und man wohl nicht mal ein Offline-Spiel starten konnte. Da wohl auch Offline-Safe-Games auf dem Server gelagert werden und man so irgendwie nicht spielen konnte. Naja, wie dem auch sei, so fängt's an. Und ja, schauen wir uns mal um. Ich hatte bloß hier durchgeskippt, ich habe das selber gar nicht großartig gespielt, sondern bin direkt mal zu diesem Schiff, was wir da vorhin schon gesehen haben. Das ist halt der Trainingseinsatz. Und es soll sich wohl an die älteren Hitman-Teile orientieren, weniger an Hitman Absolution. Den ja, Vorgänger sozusagen. Und hier, der sieht schon mal toll aus, wie das hier so den Schnee verwirbelt. Also ich habe beides mal angespielt, DirectX 11 und 12. Es macht keinen großen Unterschied, wirklich nicht. Grafik ist aufs Höchste gestellt. Ich denke, das sieht so ganz schick aus. Majestic, isn't it? I'm Diana. I'll take you to your quarters. Someone likes to keep secrets. Secrets are our stock and trade. Besides, from what I hear, you have a few of your own. I'm not like you, in case you're wondering. I'm in the handler program. Agents and handlers work in unity. You know the expression, know your enemy? Well, that part is my job. Knowing your enemy is only half the victory. I know. You also need to know yourself. I'm working on it. I read your case file. Impressive work. Partly textbook, but I suppose field work never is. Tell me, what did it feel like, taking lives?
Random. Disordered. Is that why you came here? Why you let us test you? Maybe I'm not the only one being tested. Well, we are here. Basic training starts at 0600 hours. I should leave you to prepare. Are you sure about this? I am. There are no second chances, Miss Burnwood. Not here. I choose him. May I inquire why? A blank slate? Antisocial? Apathetic and unresponsive? No doubt the boy shows promise, but... Perhaps I see possibility where others see limitation. Isn't that what a handler does, sir? We'll see. Anyone can kill Miss Burnwood. He still remembers nothing? If he does, he's not sharing. We will check up on his story. The hospital in Romania. In the meantime, keep him under close watch. Welcome to advanced training. Your first mission originally took place in Sydney, Australia. The target was Calvin Ritter, also known as the Sparrow. Master thief for hire, specializing in rare and priceless art. Our agent cleverly infiltrated Ritter's private yacht during a social gathering and discreetly eliminated him without any of the guests noticing. Now you will do the same. Oh, and don't worry about the training operatives. All weapons are simulated. Good luck, Initiate. Und so fangen wir an. Die Trainingsmission, alles ist nur simuliert. Das hier wird alles hergerichtet, um uns ins Spiel einzuführen. Und ja, wir starten ganz normal. Können uns ja mal hier ein bisschen umschauen. Guckt immer so grimmig, ne? So, Deckung können wir auch gehen mit Leertaste. Können uns wieder lösen. Mit C können wir aufstehen und kriechen. Was haben wir denn hier? Kann ich nicht betätigen. Das, was ich anklicken kann oder was ich... Womit ich interagieren kann, das wird mir dann auch angezeigt. Kann man auch alles ausschalten? Also ihr könnt auch die ganzen Hilfen, die ganzen Icons, Minimap und so weiter, könnt ihr ausschalten, wenn ihr das möchtet. Oder hier mit Steuerung kann ich zum Beispiel schon mal den Instinkt aktivieren. Da oben, der rote, dürfte dann natürlich unser Ziel sein. Und die Leute, die so ein bisschen umrissen sind, wohl die, wo wir uns ein bisschen vorsehen müssen. So, ich vermute mal, wir kommen hier nicht so einfach hoch. Mit ihrer jetzigen Kleidung sind sie nicht an Bord erlaubt. Sie müssen den Frachtbereich hinter dem Zaun infiltrieren und eine Verkleidung finden. So. Ich glaube, ich muss einfach nur noch das Audio ein bisschen hochschrauben. Es könnte eventuell zu leise sein. Wenn ich mich jetzt hier zum Beispiel hinhocke. Die kriegen das schon ein bisschen mit. Hey, hey, cut that out, okay? Da wird langsam unruhig. Okay, wir gehen mal lieber weiter. Hier hinten rum, das kriegen die mit Sicherheit nicht mit. So. X ist durchklettern, das ist ja auch. Das ist ja eine gute Belegung. So, was haben wir hier? Da hinten haben wir doch einen. Das ist ja nur... Attacken von hinten sind ziemlich leise. Frontalattacken und Schüsse von Waffen oder ohne Schalldämpfer sind sehr laut und erregen Aufmerksamkeit. So, Kuh ist überwältigen. So, Genick brechen tun wir nicht. Wir wollen die schon am Leben lassen. Ziehen Sie den Körper in die Toilette, um nicht entdeckt zu werden. Das machen wir. Öffnen, zack, mit dem Hintern aufgemacht. Gut, ist er drin? Ja. Ablegen und verkleiden wir uns. You put on his clothes. That's a first. Might just work though. People do tend to see uniforms, not faces. Be cautious though. Some people are more observant than others. Not bad, Initiate. Okay, uns wurde gerade erklärt, manche sind aufmerksamer als andere. Hier unten zum Beispiel zwei normale Mitarbeiter, die checken das nicht. Personen, die als Bedrohung markiert wurden, werden sie verdächtig finden, achten Sie darauf, nicht von ihnen gesehen zu werden.
Der da mit dem Kreis über dem Kopf. Der würde das wahrscheinlich checken, dass wir nicht zur Crew gehören. Ah, okay. Komm ich hier drüber? Nee. Was haben wir denn hier? Rattengift. Das nehmen wir mal mit. Wir haben ja auch ein Inventar auf I. Rattengift, Pistole. Die Klavierseite. Mit Umschalt kann ich das wegpacken. Ich weiß gar nicht, wie ich so die Waffen wechseln kann. Rattengift. Ja, der hat das dann noch in der Hand. Also das könnten wir vielleicht irgendwo reinkippen. Oder untermischen. Okay, finden Sie die Zielperson. Oh, Maschinenraum. Hey Jungs, weitermachen. Jawohl. Was haben wir denn hier? Ein Feuerlöscher. Haha. Aha, okay. Den könnte ich wahrscheinlich auch werfen. Oh. Oh, huch. Da wird direkt anvisiert. Wie kann ich ihn? Kann ich ihn den Feuerlöscher fallen lassen? Rums. Unglaublich unauffällig. Betreten, okay. Päuschen. Ah, cool. Also das Spiel ist, wie gesagt, episodenformatmäßig aufgebaut. Und auch darauf ausgelegt, dass man die Maps schon mehrere Male spielt. Es gibt viele, viele Wege, wie wir die Zielperson ausschalten können. Und wer da Lust drauf hat auf solche Geschichten, der kann das natürlich häufig spielen und immer wieder versuchen, die Herausforderung zu erledigen. Da ist ein Security-Mensch. Ich könnte ihn jetzt auch wegballern und dann versuchen abzuhauen, aber wir versuchen das mal relativ harmlos zu machen. So, wir müssen ihm folgen. Ah, na toll. Da kommen wir doch wieder nicht hoch, oder? Hey, Kumpel. Auf V können wir übrigens auch die Schulterperspektive ändern. Verkleiden Sie sich als Besatzungsmitglied. Okay. Oh, sorry. Stand hier unten nicht irgendwo so ein Polizist? Da. Kann ich... Könnte ich doch theoretisch? Waren hier Leute drin? Ja, ne? Hier drüben arbeiten zwei. Können wir überwältigen den jetzt einfach mal? Vielleicht kann ich den hier im Schrank verstecken. Gib mir mal deine Kleidung. Oh, der hat eine Waffe dabei. So, komm mal mit. Ah, super. Ja. Tür zu. Ha, super. Vielleicht reicht das auch schon. Das ist jetzt zwar kein Besatzungsmitglied, aber dafür ein Polizist. Oder eine Wache. Reicht vielleicht schon. La 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 la. Hey Kumpel! Ja! Ha! Mahlzeit, Kollegen, alles klar. So, wo ist er denn? Da hinten. Ich glaube, ich muss mich wirklich als Besatzungsmitglied verstecken, oder? Sonst. Oder verkleiden.
universe's way of telling you to quit, to get out of the game. Oh, der kriegt mich mit. Guck mal, da rechts ist so ein Weinglas, das ist wahrscheinlich seins. Hey, Mister, who are you again? Ah, alles cool, ich mach mich vom Acker. Okay, wir müssen wirklich Besatzungsmitglied sein. Schade, hätte ja klappen können. Wo haben wir denn mal eins? So, Kontrolle. Gegenstände werfen. Wenn Sie Personen mit stumpfen Gegenständen bewerfen, werden diese bewusstlos fallen und nicht getötet. Falls sie gefunden werden, werden sie aufgeweckt. Komm, mach die Tür zu. Ah ja, okay. So, mein Herr, was wird hier gekocht? Komm mal mit. So, verkleiden wir uns direkt wieder. Zack. Okay. Unlike mechanics, the cabin crew is allowed upstairs access. I see what you're getting at. Very unorthodox. I like it. Okay, der kommt da rein. Infiltrieren Sie Ritters Privatdeck. Vergiften. Ich weiß halt nicht, ob der da das Essen bekommt. Wollen wir das mal machen? Weil ich hätte... ich weiß jetzt auch nicht... geht das verloren oder hat der mehrere von den Rattengift dabei, dass ich halt mehrere Sachen vergiften kann? Pass mal auf, wir probieren das mal. Ich vergifte das mal mit dem Rattengift. Vielleicht muss er das ja noch essen. So, habe ich noch was? Nee. Der kommt mal mit. Was haben wir noch? Kann ich den auch noch mitnehmen? Okay, jetzt habe ich wohl die ganzen Sachen dabei. Sehr schön. Schraubenschlüssel oder was ist das? Nee, das ist eine Zange. Doch, ein Schraubenschlüssel. Okay. Und ein Hammer. Also kein Auto. Sondern ein normaler Hammer. So, der pennt da drin. Im Kryoschlaf. Ja, schon eine Menge los hier, ne? Hallo? Ja, schönen Tag noch. Hallo? Na? Ganz frech das Ding einfach vor den ihren Augen einstecken. Was ist hier? Männchen und Weibchen? Oh, hier sieht's ja aus. Da ist unsere Zielperson. Guckt mal, der hier links, der hat uns vorher noch erkannt, als ich in Polizeiuniform rumgelaufen bin. Jetzt sagt er nichts mehr. Das wäre das Ziel. Ritter kennt seine Besatzung. Sie können Verdacht vermeiden, indem sie an der Bar untertauchen. Bedienen Sie die Bar. Gut, gerade selber ein Schlückchen Kaffee getrunken. So, ich löse dich mal ab. Überwinden, untertauchen. Blending in, I see. Well done, initiate. So good of you to fly down. Can I offer you a drink? Oh, no, thank you. No, not before six. My wife is very insistent about that rule. My sympathies. So. Excellent timing. I just had the computer set up in my office. Shall we? Yes, please. Lead the way. La la la. Ich bediene die Bar. Tolle Bar. Untertauchen. Das ist auch geil. Warte mal, kann ich hier nicht... Wo ist denn das Gläschen? Ah, vergiften, seht ihr? Hätten wir machen können. Hey, Lady.
Wir sehen uns, ich komme nochmal. Wo ist er denn jetzt hin? Wird mir angezeigt, okay. Sorry, Sailor. You're not coming through here. What? Sail away, sail away, sail away. Ja, 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 ich segel schon davon. So, you tucked him in yet? Here, I'll pull the files for you. Not my usual scene. Well, not just a reactor, Mr. Ritter. It's more of a revolution. 50 years ahead of its time, maybe even more, maybe 75 or 100. I don't mean to. Oh, hier. Also die Sprache, die ist in Englisch, also die gesprochene. Das Spiel speichert automatisch. Sie können im Menü manuell speichern und laden. Okay. Ja, ich speichere mal. Oh, vielen Dank. Ich kann mich hier nicht. Wieso kann er sich hier nicht anlehnen? Jedenfalls, es gibt nur deutsche Untertitel. Wenn Sie Personen überwältigen, werden diese nicht getötet, sondern nur bewusstlos. Eliminieren Sie das Ziel, um die Mission abzuschließen. Klappe. Your target is down. Now head towards an exit. Wir können ihn dann noch hier draufziehen. Ich meine, ihm ist es jetzt eh egal. Komm mal mit. Gehen Sie von Bord. Jawohl. Ah, ich komme nicht drauf. Da liegen wir halt daneben. So, abgelegt. Gut, dann hauen wir hier ab. Zack. Ich wollte nicht an den beiden Polizisten so vorbei. Na gut, die dürften ja nichts sagen, oder? Wenn ich hier ganz schnell. Lalalala. So, an dem dürfen wir vorbei und dann gehen wir ganz geschickt runter. Niemand hat was mitbekommen, außer der eine, aber der hat auch ein paar auf den Deckel gekriegt. Das Besatzungsmitglied am Pier wird ihre Verkleidung durchschauen. Finden Sie einen anderen Weg von der Yacht. Okay, gut, dann gehen wir da raus, wo wir reingekommen sind. Unten durch den Frachtraum. Hoffentlich. Oh, hier, das ist wahrscheinlich die Nobelkarosse von diesem Klavier oder wie er hieß. So, Leute, meine Schicht ist zu Ende. Tschüssikowski. Reingehauen. Läuft gut, oder? Ha, geil, gefällt mir. So, sprinten können wir übrigens auch auf Shift. Ah, Mission beenden. Ah, dafür war der Knopf da. Okay, Mission abgeschlossen. Gibt's jetzt eine Bewertung? Das wäre ganz nett. How did you know? I told you he had talent. His stats are off the charts. Such skills and reflexes. They can only be the result of previous training. Power like that, with no moral restraint, it could be dangerous. I thought that was rather the point, sir. All agents have weak spots, Miss Burnwood. Pressure points, to keep them in check. But this one... Perhaps it would be better to just... Give me a chance, sir. Give him a chance. I will take full responsibility. Very well. It's your show. Welcome back, Initiate. As an ICA agent,
Every challenge you face can be overcome in multiple ways. Complete this exercise again, this time attacking it from a different angle. Vary your strategy. Improvise. We will be watching. Echt jetzt? Ich müsste es nochmal machen. Vor Ihrer Abschlussprüfung dürfen Sie noch einmal den Ritterauftrag durchlaufen. Na super! Sie können Ihre Vorgehensweise frei wählen und sich an den Herausforderungen orientieren, zum Beispiel vergiften, das könnten wir probieren. Wir empfehlen Ihnen, so viele wie möglich zu absolvieren. Okay. Ah, okay, jetzt werden uns hier einige angezeigt mit der Klavierseite. Oh, hier, guck mal. Wo war das? Ach ja, Ironie. Töten Sie Calvin Ritter, indem Sie ihn ertränken. Betreten Sie die Yacht als Wachmann verkleidet. Finden Sie in den Kabinen auf Deck 0 die Besatzungsmitgliedverkleidung. Aha. Platzieren Sie eine Waffe, damit eine Wache Sie findet. Ah, okay, geil. Töten Sie das Ziel mit ferngezündeten Sprengsätzen. Ah, das ist ja nett. Das ist das Rattengift, ne? Finden Sie das Rattengift auf Deck 0, das haben wir schon. Verstecken Sie das Ziel in einem Schrank. Okay. Ah, guck mal hier. Töten Sie das Ziel durch einen Rettungsinselunfall. Nicht schlecht. Ja, ich denke, ich mache das jetzt nochmal. Wir haben jetzt alle gesehen, wie es funktioniert. Und die nächste Folge machen wir einfach in Paris weiter. Ich denke, das wird noch ein bisschen spannender. Und da geht es dann richtig los. Vielen Dank fürs Zusehen. Schönen Tag noch und haut rein. Bis zur nächsten Folge vielleicht, wenn es euch gefällt. Ciao.